Die Banken haben gezockt, Steuerzahler und Sparer in ganz Europa müssen bezahlen. So war das in den letzten Jahren. Wie lässt sich das in Zukunft verhindern? Darüber beraten zurzeit die europäischen Finanzpolitiker. Eine Entscheidung, die wurde schon getroffen. Gestern Abend hat man sich darauf geeinigt, dass Sparguthaben unter 100.000 Euro auf keinen Fall angegriffen und angeknipst werden dürfen. Ansonsten sind aber noch einige Schritte zu tun zu einem einheitlichen Umgang mit Pleitebanken. Das Stichwort dazu heißt Bankenunion. Und was sich genau dahinter verbirgt, das erklärt Christian Feld. Es waren Banken, die erst maßgeblich die Krise der vergangenen Jahre mitverschuldet haben und die dann mit Steuergeld gerettet wurden. Das soll sich mit der sogenannten Bankenunion ändern. Ein politisches Großprojekt. Der erste Baustein ist schon beschlossen. Die neue Aufsicht für die Eurozone, angesiedelt bei der Europäischen Zentralbank. Über den zweiten Baustein wird seit Monaten gestritten. Was bedeuten Banken, die in ihrer bisherigen Form nicht mehr überlebensfähig sind? Hier kommt der geplante Abwicklungsmechanismus ins Spiel. Die Rettung einzelner Teile und die Abwicklung des Restes kosten Geld. Ihren Beitrag leisten sollen dabei in Zukunft zunächst die Aktionäre einer Krisenbank, dann Besitzer von Anleihen und große Einleger. In einen Abwicklungsgeldtopf soll die Bankindustrie zusätzlich nach und nach 55 Milliarden Euro einzahlen. Der Topf soll anfangs noch getrennte nationale Kammern haben, also zum Beispiel Geld aus Frankreich für französische Banken. Nach 10 Jahren sollen die Kammern aber zu einem einheitlichen europäischen Topf verschmelzen. Das große Ziel: Steuerzahler sollen möglichst gar nicht belastet werden. Und wenn doch, dann erst ganz am Ende. Soweit der Plan. Bis zu Ende verhandelt ist er aber noch nicht. Ja, gestern haben die europäischen Finanzminister noch bis tief in die Nacht beraten. Und heute treffen sich dann die europäischen Finanzminister noch mal, um die Bankenunion endgültig aufzunehmen. Biant ist bei uns Bankmanager. Sie waren unter anderem bei der Hypo Real Estate, nachdem die schon in die Schieflage geraten ist. Trotzdem, als Bankmanager ist man ja in der Diskussion im Moment so ein bisschen der öffentliche Buhmann. Sie haben aber eine Forderung, die sehr überraschend ist. Sie sagen, diese Bankenunion geht eigentlich noch nicht weit genug. Was wir brauchen, wäre ein Gesetz, das es Staaten generell verbietet, Banken zu retten. Wie sind Sie zu dieser Einsicht gekommen? Ja, das ist richtig. Das ist auf der Basis meiner Erfahrung. Ich fühle mich im Übrigen nicht als Buhmann, sondern mir ist wichtig, dass wir bei dem Thema Bankenunion jetzt auch den letzten Schritt gehen und sagen, wir verankern in der Verfassung ein Verbot für staatliche Bankenrettung. Weil staatliche Bankenrettungen setzen die falschen Anreize, kosten den Steuerzahler Geld und sind unsozial und unfair. Nun haben wir aber in den letzten Jahren immer wieder gehört, wir müssen diese Banken retten, wir müssen da Steuergelder reinpumpen, weil sonst gibt es eine Systemkrise, sonst vertrauen sich die Banken untereinander nicht mehr, es gibt einen Dominoeffekt. Ist das also ein falsches Argument gewesen, um uns Angst zu machen, uns Steuerzahler? Nein, das ist das richtige Argument gewesen, nur in der Krise können Sie nicht die Spielregeln ändern. Sie ändern ja auch nicht in einem Fußballspiel mitten im Spiel die Regeln, sondern es geht jetzt darum, die Anreize langfristig richtig zu setzen. Und das entscheidende Problem ist, dass die Hoffnung auf staatliche Rettung die Gläubiger verleiht, von Banken denen zu billig Geld zu geben. Das setzt eine Spirale der Sorglosigkeit in Gang. Die Banken vergeben zu viele Kredite, gehen zu große Risiken ein. Das Bild, das dazu passt, ist das eines Hochseilakrobaten. Wer mit Netz turnt, turnt wesentlich riskanter als jemand, der ohne Netz turnt. Und der ist vorsichtiger. Und deshalb sage ich, wir müssen die Staaten selbst verpflichten. Das muss in die Verfassung. Wir haben die Schuldenbremse. Wir brauchen auch die staatliche Rettungsbremse, das verfassungsmäßig verankerte Verbot für staatliche Rettung, also um die Anreize richtig zu setzen. Wenn ich das richtig verstehe, versprechen Sie sich davon, dass eine Bank einfach nicht mehr so viel Risiko eingeht, weil sie weiß, am Ende steht nicht der Steuerzahler bereit und rettet mich notfalls aus dem Schlamassel raus? Ja, man muss auf die Gläubiger gucken und die Anleger gucken. Diejenigen, die die Banken finanzieren. Und hier sind Haftung und Anlageentscheidungen auseinandergefallen. Die wurden gerettet in der letzten Krise. Ich sage, wir müssen jetzt langfristig das System so umstellen, dass wir eine Bankenrettung verbieten. Und dann können sich auch langfristig die Gläubiger und Anleger darauf einstellen und können entsprechend vorsichtiger agieren. Und dann wird eben das Wachstum der Bankbilanzen nicht mehr so in dem Maße finanziert, wie das vor der Krise der Fall war. Gibt es denn schon Länder, wo das ausprobiert wurde, wo das funktioniert?
Also es gibt zumindest Länder, wo Beteiligungen, größere Beteiligungen an Banken gesetzmäßig verboten sind. Das hat auch dazu geführt, dass in der Krise dann die Staaten sich nicht beteiligen können. Beispiele sind Kanada und Australien. Diese Länder waren von der Finanzkrise weitgehend nicht betroffen. Da haben wir auch gutes Wirtschaftswachstum. Also insofern gibt es schon Beispiele. Aber umgekehrt ist es auch so, Herr Nassif, dass in den Ländern, wo es dieses implizite Versprechen gegeben hat, da ist eben die Finanzkrise besonders hart gewesen. Das war in Amerika der Fall, aber auch in Europa. Nun läuft die Bankenlobby schon Sturm gegen diese Bankenunion, die Europa jetzt da auf den Weg bringen möchte. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass diese weitgehende Forderung von Ihnen umgesetzt wird, direkt die Rettung zu verbieten? Ich glaube, dass die Bankenunion ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir müssen nur den letzten Schritt auch gehen. Und wir müssen auch bedenken, dass sich die Steuerzahler heute eine nächste Bankenrettung gar nicht mehr leisten können. Die Situation ist anders als vor 5 oder 10 Jahren. Wir haben heute höhere Verschuldungsquoten und deshalb sollten alle Beteiligten so ehrlich sein und sagen, wir können uns das gar nicht mehr leisten. Also verbieten wir es. Sagt der Bankmanager Axel Wiehand. Herzlichen Dank für diesen Besuch hier im ARD-Morgenmagazin. Vielen Dank, Herr Nassif.